So, herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft. Und ja, wieder mit dem Default Texture Pack, weil ich zu faul bin, mein anderes Texture Pack zu updaten. Und es heißt jetzt einfach mal weiterrennen hier auf der Suche nach einem Dschungelbiom. Und ja. Warum habe ich gerade Tab gedrückt? Ich habe gerade Battlefield 3 gespielt. Ich wollte gerade Tab drücken für die besten Liste. Monster müssten noch ein sein. Ja, ich weiß gar nicht, spielen wir schon die ganze Zeit auf Peaceful, bin ich mir gerade nicht sicher. Egal. So. Erstmal Schweine schlachten, würde ich sagen. So, das einsammeln. 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 Da war ja noch eins. So, wertvolle XP-Kügelchen. Und dann heißt es jetzt erstmal, nochmal zwei Schweine sind hier noch. Und ich hoffe, wir finden dann bald mal ein Dschungelbiom. Ich habe vorher nicht geguckt, in welcher Richtung das war, deshalb. Ich bin so gesagt nur einfach losgelaufen und so, das Schwein da hinten, ich weiß, das ist noch eins, aber das war weiterleben. Hier ist ein schöner Bombenkrater, Bombenkrater. Uiuiui, also hier gibt es jetzt gerade noch fleißig Essen. Aber das ist doch auch mal schön. Ernsthaft, sind wir voll? Zwei Sand. So bringt man eine Kuh um. Ne, gut. Macht im Schlachthaus auch mal so. Im Schlachthaus. Gut, oh mein Gott, hier kriegen wir ja schön viel Essen. So. Mist. Muss einfach gucken. Ja, Rüstung ist noch in Ordnung. Wenn nicht, haben wir jetzt ja ein bisschen Leder bei uns. So, da hinten sind noch ein paar Schweine, die möchte ich mir noch holen. Und dann gehe ich erstmal weiter. Oh, da sind ja noch viele Schweine. Oh. Alles einmal schlachten. Alter, Schwein bleibt... Ah. So. Ne. Bald schon Level 19. Dann können wir uns ja auch bald mal enchanten. Also, erstmal brauche ich Diamanten, weil was anderes möchte ich die Level nicht für opfern. Also wenn dann nur Diamantsachen verzaubern. Ja, und dann bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt, wenn wir unsere ersten Sachen verzaubern. Also das erste, was ich verzauber, ist ein Schwert natürlich. Und danach kommt, weiß ich gerade gar nicht, was mache ich denn danach? Wahrscheinlich erstmal eine Spitzhacke. Wahrscheinlich mit Glück und am besten noch effizient und alles so, was es alles gibt. Huch. Da hat meine Maus gerade einmal ganz kurz den Sittich gemacht. Hier waren noch gerade welche, da ist noch eins. So, und ihr hört, ich habe mal meine Playlist gedacht. So. Sepplinge. Was habe ich eigentlich den ganzen Scheiß dabei? So, ich weiß noch nicht, warum jetzt für jedes Video, ich habe zwar alles wiedergeben und alles so gemacht, aber irgendwie spackt man mir der Videoplayer. Der stürzt irgendwie auch einmal ab. Und deshalb musste ich jetzt den ganzen Kram mit meinem Nero öffnen und da kann man keine Playlist erstellen und den ganzen Kram und deshalb, ja. Ab und zu jetzt mal ein Lied zwischendurch, wenn ich da, so wie gerade eben.
So, da sehe ich noch eine Kuh und einen Huhn. Da hinten sind auch noch so viele Kühe. Da ist noch ein Schwein. Oh mein Gott. So. Und ich möchte jetzt auch mal ein bisschen vorankommen. Nicht, dass wir jetzt hier nur Kühlschlacht nachher das Inventar nur voller Nahrung haben. Kühe. Wie viel haben wir? Ich sortiere mal meine Nahrung hier einmal ein bisschen. Dieses Bone Meal, das ist wichtig. Das ist wichtig. Das brauche ich dann nicht. Zwei Öfen, das brauche ich. Wolle brauche ich nicht. Kürbisse brauche ich nicht. Schwarze Wolle brauche ich nicht. So, und weiter geht's. So, du kommst schon drauf mit. Saftiges Steak. Und ja. Was kann ich denn noch so fragen? Ach ja. Was ich fragen wollte, oder ja. Ich würde mir gerne ein eigenes Language Pack erstellen, so wie der nette Herr Gronkh. Wer ihn nicht kennt, ja, der kennt ihn halt nicht. Ist mir jetzt auch egal. Jedenfalls halt so ein paar Sachen umbenennen, wenn wir mal so einen Insider haben. Und ja, ihr müsst sagen, ob ich das machen soll, ob sich das lohnt. Und wenn ja, was ich wie umbenennen soll. Das liegt dann immer an euch und. Oh, so viel Nahrung läuft hier rum. Das ist gut, hier können wir alles schön abschlachten, weil wir hier eh wahrscheinlich nie mehr herkommen. Nein, ich bin gefangen. So. So. Ne, du brauchst gar nicht so komisch weggehen. So, da hinten ist noch eine Kuh. Und dann noch ein Huhn. Das hier gerade da hinten geistert es rum. So, bleib mal schön drauf stehen. Was haben wir denn bis jetzt alles? Das ist ja schon ganz schön viel. 22 Steaks, 8 Kugel Porshop, 14 davon, 14 davon. Ja, und ich, ach nee, ihr seht das ja nie, wenn ein Scarab einer on ist. So, dann hüpfen wir hier mal den Berg hoch. So, und ich weiß, es wird dunkel. Einmal meine Schaufel zur Hand und dann einmal hier hochgegraben. Und dann stelle ich jetzt einmal hier einen Pilz auf. Das Ganze zusammen mit Bone Meal. Hä? Warum kann ich hier keinen Pilz aufstellen? Ich kann hier keinen Pilz aufstellen. Ist doch Rechtsklick. Hilfe. Fängt schon wieder Fraps mit den Standbildern an. Also wenn es jetzt wieder unsynchron wird, es tut mir leid. Aber Fraps, ich hasse es. So, dann halt Bett und Dirt. Und dann hoffen. Schon mal Schwert auswählen. Okay, sieht soweit gut aus. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Irgendwie hier nochmal Schaufel kaputt kriegen. Genau. Die Erde wegschmeißen. Das wieder nach da. Das wieder nach da. Das dahin. Und. Haha, sieht doch gut aus. Ich brauche meinen Kompass wieder. Und dann müssen wir jetzt weiter in diese Richtung. Oh, noch mehr Kühe. Oh. Okay, das zieht sich ein bisschen.
Level 19 schon, das reicht schon weit schon. Uiuiui, was wir hier durch Tiere schlachten machen. Gut, dann wir den Berg hier runter. Ja. Super mal wieder von mir. Und ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Immer schön weiter, 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 weiter. So, da sind noch mehr Kühe, aber die ignoriere ich jetzt alle bis auf eine. Eine Kuh muss sterben noch. So. Gut, und jetzt geht's weiter in die Richtung. Irgendwie verlieren wir. Ich bin ja auch blöd. Peaceful bedeutet ohne Monster. Ach. Bra. Und ich denke Peaceful. Ah, Mann, Mann. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Ach ja, Schwein, du musst auch jetzt dran glauben, jetzt bin ich sauer. Auch noch. Ach ja, Mann, das ist schon wieder so ärgerlich. Ach ja, wenn wir es auf die verschiedenen Wotenplank-Sorten, da muss ich dann, wir sind zwar in der Stehengegend, aber irgendwie ohne Tannenbäume.